Yo, was geht ab? Wir reagieren auf ein neues Video vom lieben Avigrano. Die Wahrheit über Nickelodeon 2024, neue Doku. Da haben, glaube ich, einige auch was mitbekommen, dass bei Nickelodeon auf jeden Fall so ein paar schmutzige Sachen vorgefallen sind. Avigrano, unser Newsletter, unser Reporter, berichtet jetzt ein bisschen darüber. Also, let's go. I looked at all of them. Also an die, die kein Deutsch können, er hat gerade gesagt, ich habe auf die alle geschaut. Ich habe auf sie alle aufgeschaut. And I just said, how dare you? Ja, und dann sagt er, wie konntet ihr nur? Die dunkle Wahrheit über Nickelodeon, ein Video von mir, das damals durch die Decke gegangen ist. Die gezeigten Dinge haben nicht nur ganz... Durch die Decke gegangen ist? Ich habe nicht gesehen. Wie sehr durch die Decke? Moment. Gegangen. Wo stehen die Aufrufe? 250k, stabil. Die gezeigten Dinge haben nicht nur ganz Deutschland erschüttert, sondern haben auch den Stein für ein ganz neues Format von mir ins Rollen gebracht. Unzählige schockierende Videos über unsere damaligen Lieblingsshows wurden von mir seitdem gedreht und veröffentlicht. Ich habe mich ohne Spaß bei jeder einzelnen Folge jedes Mal gefragt, wann hört das Ganze endlich auf. Geschehen für Geschehen, Folge für Folge wurde das ganze Format immer interessanter und immer beliebter. Bis irgendwann eins klar wurde. Es gibt nicht eine einzige Serie, die wir damals geguckt haben, in der nicht irgendwas Krankhaftes oder Verstörendes hinter den Kulissen passiert ist. Kindheitstrauma ist hier das richtige Wort, das womit all unsere Lieblingsstars zu kämpfen hatten. Jetzt ist aber etwas passiert. Etwas, was meine DMs bei Instagram gesprengt hat. Gefühlt jeder von euch schreibt mir das gerade. Und zwar ist vor 3-4 Tagen eine ganz neue Doku erschienen mit dem Namen Quiet on Set. Diese Doku zeigt die absolut kranke Welt hinter den Kulissen des Kinderfernsehens in den 90ern und hauptsächlich auch Nickelodeon von 2000 bis 2010. These are three predators who worked at Nickelodeon. Da sind sehr viele neue, heftige Sachen geleakt worden. Vor allem geht es da um Dan Schneider, Belästigung am Set und vieles. Dieser Dan Schneider, Digga, seinen Namen hat man immer übergelesen. Produced by Dan Schneider. Ich hab immer Dean Schneider gesagt. D-E-A-N. Der Hund ist das also. Seid ehrlich, jeder kennt den Namen von denen, oder? Mehr und ihr werdet niemals glauben. Den sieht man gefühlt in jedem Film, wenn dieser Film zu Ende ist, produced by. Was danach passiert ist. Dan Schneider hat sich nach all den Jahren endlich zu allem geäußert und er wurde sogar emotional. All das zeige ich euch heute. Die Frage ist aber, ob ihr dafür bereit seid. Denn das heute übertrifft wirklich alles, was wir bis jetzt haben. This is going to be a heavy show tonight. This is the most unbelievable thing I've ever seen. Piece of the explosive docuseries. Could you help me? Aber schon krass, ja, was uns gar nicht so bewusst ist, diese ganzen Stars, Digga, diese Kinder im Kinderalter. Wir denken alle, boah, die sind heftig, die drehen diesen Zoe 101, iCarly und Zack & Cody und wo auch immer. Wir haben die alle so als Dings gesehen, so, boah, heftig. Jeder wollte mal so als Kind da mitmachen und wollte einfach so ein Star sein und in dieser Serie mitspielen. Das war voll cool. Aber wir wussten alle gar nicht so, was hinter den Kulissen passiert, ne? Das, was da halt vorgefallen ist und wie die missbraucht worden sind und Bill Memney, ja, ist eigentlich schon krass, Digga. Und Digga, du kannst auf jeden Fall bleibende Schäden davon haben, weißt du? Du kannst ein Trauma haben, so ist es nicht, Digga. Quiet on Set zeigt Schauspielerinnen und Castmember, die sich zu vielen Dingen, die bereits in der Vergangenheit erwähnt wurden, äußern. Unter anderem beispielsweise Alexa Nicholas, die noch einmal... Alexa Nicholas? Ach so, von Zoe 101, die ist das! ...aufgriff, wie die jungen Stars damals in ihren Rollen unter... schwellig sexualisiert wurden. Jeanette McCurdy, die Schauspielerin von Sam von iCarly, kam ja, Mann, zwar selbst nicht in der Doku vor, doch Dinge, die auch sie in der Vergangenheit gesagt hatte, wurden als Referenz für Dan Schneiders Verhalten erwähnt. Er nannte die Leute dort am Set dumm, verrückt, Idioten und vieles mehr. Ein weiteres Thema war außerdem, dass Dan Schneider den jungen Schauspielern damals freizügige Kleidung für ihre Rollen gab und krass, stimmt, sexuelle Jokes in diese Kinderserien mit den ganzen Kinderschauspielern einbaute, die eher was für Erwachsene waren. Once I saw it again as an adult. So? Adult was when that memory came back. So I was like, oh, oh, oh. Eine Frau in der Doku erklärte, dass Leute am Set bei vielen Jokes fragten, hey, soll das etwa das und das bedeuten? Dan Schneider dies jedoch immer verneinte. Ein ganzes Video über Dan Schneider findet ihr hier. Das ist extrem wichtig für den Kontext. Ihr müsst wissen, dass so gut wie 90% der jungen Schauspieler damals sich heute gegen ihn aussprechen und ihm... Heftig, und das hätte ja dann auch was zu bedeuten, ne? Gemeinsam mit der Hollywood-Industrie etliche schlimme Dinge vorwerfen. Er war jedoch nicht der Einzige, der sehr viele schreckliche Dinge verantworten muss. Ihr müsst euch vorstellen, dass Leute in der gesamten Kinderserienproduktionsindustrie gerade mit Anschuldigungen bombardiert werden. Jason Handy, ein weiterer bekannter Produzent beispielsweise, schickte Amanda von The Amanda Show ein Nacktbild von sich, auf dem er masturbierte. Krass. Krass. Der Boss. Struggle on a day-to-day basis of how I can find a victim to... Überleg mal, so Kindern schicken die das, ne? Kindern.
if I have to. Easel Channel war ein registrierter Sexualstraftäter, der bei Nickelodeon arbeitete und 2005 festgenommen wurde. Mit der Doku kam sehr viel ans Tageslicht, was schwer zu leugnen und zurückzuweisen ist. Ein weiterer Schauspieler, der auch in der Vergangenheit öfter in der Kritik stand, ist ebenfalls in der Doku mit dabei. Drake Bell von Drake und Josh. Ihm wurde auch geliebte Serie, Digga. Drake und Josh. Damals vorgeworfen, mit Minderjährigen geschrieben zu haben. Er hat damals ein... Was? Der selber? Eine Bewährungsstrafe von 2 Jahren aufgrund von Kindesgefährdung bekommen. Der kleine Hund, obwohl ich ihn so gefeiert habe. Doch darum geht's heute gar nicht, ja. Es geht vielmehr um eine andere Sache, die... Sag mal so der coole, Digga. ...die im Video damals angeschnitten haben. Eine Sache, die uns alle heute mehr als nur schockieren wird. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass Drake in die Öffentlichkeit gegangen ist und darüber erzählt hat, wie er misshandelt wurde oder sonst was, aber dass er selber mit Minderjährigen? Nee, Digga. Erinnert ihr euch daran, was ich euch im Drake-Video vor fast 3 Jahren gesagt habe? Falls die Sache mit Brian Peck stimmen sollte, also dass Drake selbst in jungen Jahren belästigt wurde, dann kann es ja sein, dass so ein Trauma in dem Fall Einfluss auf seine menschliche Entwicklung hatte. Ah, und wann ist Drake selber so geworden? Boah, was redest du? Have you ever told your story? I have never told my story publicly. Drake Bell war in seiner Schauspielzeit in jungen Jahren sehr oft unter der Aufsicht von Brian Peck. Brian Peck war einer der wichtigen Mitproduzenten von Drake und Josh und er war sogar oft onscreen zu sehen in anderen Serien. Komisch wurde es jedenfalls, weil egal worum es ging, egal ob Drake irgendwelche Dialoge lernen musste oder auch andere Sachen für die Show, er wurde einfach immer mit Brian Peck zusammengebracht. Das Ganze ging so weit, dass Drake mit seinen 15 Jahren damals mehrere Nächte bei Brian übernachtete. I was sleeping on the couch where I would... Krass, krass. Usually sleep, open my eyes, I woke up and he was, Was? Was? He was sexually assaulting. Es wurde schlimmer, schlimmer. Oder krass? Und das erfährt man jetzt erst, oder was? Und was mit dem Typen passiert? Der Hund? Immer schlimmer und noch schlimmer. Drake brach sein Schweigen, was er aufgrund von seiner Angst hatte, und erzählte seiner Mutter alles. Drake sagte, dass er so krass am Ende war, dass er seine Mutter anrief und... Kann sein, weil es gibt ekelhafte Menschen, die sehen so einen 15-Jährigen, der sieht ja auch süß aus und so, weißt du? Ist ein Star an dieser Sendung und so weiter. Und dann denkt sich so irgendein Pedo, der auf sowas steht, boah, ja Mann, genau meine Beute, Digga. Macht sich an den Rand, ist noch jung, weiß nicht, wie man sich zu wehren hat, wird vielleicht schweigen, bla bla. Echt ein dreckiges Geschäft, diese Filmindustrie, ne? Und alles, was Brian Peck mit ihm angestellt hatte, weinend ins Telefon schrie, bis der ganze Fall dann vor Gericht ging. In den Gerichtsdokumenten werden die schrecklichen Übergriffe detailliert beschrieben, von widernatürliche Sexualpraktiken bis hin zu gewaltsamer Penetration. Ihr denkt, das war noch nicht verstörend genug? Jetzt passt auf. Kyle Sullivan, ein Castmitglied, erzählte in der Doku, wie er eines Tages bei Brian Peck zu Hause war. Dort fand er ein komisches, gemaltes Porträt von einem Clown und auf der Rückseite stand folgendes. To Brian, I hope you enjoy the painting. Best wishes, your friend, John Wayne Gacy. Er fand... Verstehe ich nicht. ...heraus, dass Brian ein gutes Verhältnis zu John Wayne Gacy hatte, einem Serienmörder, der 33 junge Männer ermordete. Boah, okay. Und ich bitte euch jetzt genau zuzuhören, weil das, was jetzt kommt, wird euch zeigen, wie absolut brutal und teuflisch diese Industrie ist. Drake beschrieb, wie er am Tag des Prozesses gegen Brian Peck zum Gericht ging und folgendes sah. His entire side of the courtroom. Nein, sag mir jetzt nicht voll mit diesen Leuten von Hollywood, heftigen Anwälten und so weiter. Voll. Die eine Seite war voll mit Leuten, die Brian Peck verteidigten. War klar, Bruder. Da hast du sowieso keine Chance. Diese ganze Hollywood-Amerika, Bruder. Hast du Geld? Bist du jemand? Kannst du dir alles erlauben, Digga. Alles auf deiner Seite. Puh. Und hinter ihm standen. Und auf Drakes Seite waren Drake. Me. My mom. And my brother. Ich krieg Gänsehaut, Bruder, ich krieg Gänsehaut. Ich wollte gerade sagen, der Einzige, der auf deiner Seite war und was das Wichtige ist, ist Gott, ne? Ich krieg Gänsehaut bekommen, Digga. Wallah, das ist heftig. Diese Industrie, Bruder, die ist so geisteskrank, kaputt und eklig, ne? Fühlt ganz Hollywood, weltbekannte Gesichter verteidigten Brian Peck und sagten, dass er... Wasser, ey. Verreckt alle, Alter. Zwischendistanz sportlich. Also in der Hölle, meine ich. Niemals sowas machen würde. Mehr als 40 Supportbriefe für ihn. Leute, die Drake fertig... Alle, die in dieser Dings da waren, auf seiner Seite von diesem Pedo und ihn verteidigt haben, sind alle genauso schlimm. Wenn nicht sogar schlimmer.
weil sie so etwas verteidigen, unterstützen und das Ganze nicht stoppen. Die sind genauso schlimm. Ich mache und sagen, er würde lügen. Ich will, dass ihr euch Drakes Situation mal kurz vorstellt. Stellt euch vor, ihr seid ein 15-jähriger Junge in einem Gerichtsraum und alle erwachsenen Menschen dort verteidigen. Bruder, keiner von uns wüsste, was er machen soll. Wir würden alle verlieren, Bruder. Wir würden uns in die Hose scheißen. Den Mann, der euch vergewaltigt hat. Durch Beweise wurde Brian aber letztendlich schuldig gesprochen. Er kam nur 16 Monate ins Gefängnis. Krass. Nur 16 Monate. Aber wehe, du zahlst einmal deine Steuern nicht. Dann lebenslang. Und als er frei war, durfte er wieder für Nickelodeon arbeiten. Was? Wie krank ist das bitte? Versteht ihr jetzt meine Worte von damals? Welches Kind wäre dann nicht traumatisiert worden? I looked at all of them. And I just said, how dare you? Wohl, ich krieg wieder Gänsehaut. Ich krieg wieder Gänsehaut. Der Typ, der sieht so krass mitgenommen aus. Du fühlst es einfach voll, Digga. Du siehst einfach dieses Trauma in seinen Augen, wie er so in die Leere blickt. Hey, it's Boogie. I play T-Ball in Nickelodeon's iCarly. Dieses Gesicht kennt doch die... Ich kenn den von iCarly. Die meisten von uns. Ja, der gute Thibaut von iCarly drehte ein Interview mit Dan Schneider bezüglich der Doku, was 2 Tage nach der Dokumentation auf Dan Schneiders YouTube-Kanal online kam. Das ist wirklich frisch, das ist alles 2-3 Tage her. Dan nimmt im gesamten Interview eher eine defensive... Alles wegen Megan. Megan! ...Haltung ein und entschuldigt sich mehr oder weniger für alles. Beispielsweise dafür, dass er damals minderjährige Schauspieler massierte. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed. Hä? So that I did it then. Also hat er zugegeben, was er gemacht hat. I apologize to anybody. 2 interessante Sachen, die er sagte, waren außerdem, dass er absolut kein Problem damit gehabt hätte, Witze, die den Zuschauern nicht gefallen, löschen zu lassen. Cut it. Cut it. Und die andere Sache, die er betonte, war, dass er nicht allein für das Endprodukt dieser Serien verantwortlich war. Laut ihm hatte er Leute über sich, die entschieden haben, ob etwas passte oder nicht. Er musste etwas machen und dann gab es einen über ihn und über ihn gab es noch einen und immer so weiter. Dieser Gedanke, dass er alles kontrolliert und über alles entscheidet, soll laut ihm falsch sein. No, these are my bosses. Bosses and then their bosses and then their bosses. And they're approving all. Er entschuldigte sich außerdem bei allen Schauspielern, die damals Szenen drehen mussten, die ihnen unangenehm waren. Hätte er damals gewusst, dass sie es nicht wollen, hätte er es nicht gemacht, sagte er. Er erzählte außerdem die Geschichte mit Drake und brach währenddessen in Tränen aus. Would you help me with my speech for the judge? Glaube ich ihm nicht, Bruder. Also sag jetzt mal so. Am Ende des Tages, wenn alles auffliegt, weißt du, sich rausreden ist einfach und dann einfach in Tränen ausbrechen. Also erstens hattest du die Möglichkeit damals, da auszusteigen, das Ganze öffentlich zu machen. Hey, in dieser Kinderserie wird alles sexualisiert und wird es so und so dargestellt. Ne? Du hättest viele Möglichkeiten, du hast dich aber für den Teufelsweg entschieden, für das Geld und hast mitgemacht. Und ob es deine eigenen Handlungen waren, die du an diesen Kindern ausgeübt hast oder ob die von oben kamen, dass du sowas tun sollst, massieren, Füße, das und das zeigen und weißt du, was ich meine? Bruder, glaube ich nicht. Weil wäre das nie rausgekommen, hätte er dann diese Tränen, wären dann diese Tränen geflossen, weißt du, was ich meine? I said, of course. I did. Er soll direkt da gewesen sein. Bruder, für mich kommt sogar dieses ganze Interview so rüber, dass das von denen geplant ist, dass der so Summer angeblich interviewt wird und alle stecken unter einer Decke. Sein für Drake und ihn sofort unterstützt haben. Die Frage ist jetzt aber für uns alle, ist Dan Schneider authentisch mit dem, was er sagt? Die meisten Leute sind nämlich gegen ihn, ja? Für die meisten Leute ist Dan genauso ein Teil dieser teuflischen Hollywood-Industrie. Er gehört sogar zur Spitze von all dem Negativen und Traumatisierenden, was in der Doku alles gezeigt wurde. Die ganze Produktion soll anscheinend zusammengehalten haben, ja? Moral gab es kaum. Alles, worum es ging, war Profit und sexuelle Bedürfnisse der Produzenten. Und jetzt sagt es mir bitte, wer von uns hätte damals mit all dem gerechnet? Keiner, keiner. Aber mit der Zeit hätte man damit gerechnet, weil, Bruder, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Diese, die ganzen Fäden ziehen, ne? Die das Ganze da veranlassen, die das Geld haben und die alles kontrollieren, sei es alle amerikanischen Rapper, Superstars, Labels, Vertriebe, die die in der Tasche haben, wisst ihr, was ich meine? Das kommt alles von denen da oben. Und das heißt, alles, was erfolgreich ist, nahezu, da stecken die dahinter. Und du musst sozusagen dann deine Seele verkaufen. Leider ist das so, Digga. Das ist ein kaputtes Geschäft. Ich weiß nicht, ob dieses Video hier so etwas wie ein Finale von diesem Format hier ist. Aber ich habe das Gefühl, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Sachen kommen einfach immer wieder ans Tageslicht. Aber was über...
Safe, früher oder später kommt immer alles raus. Überrascht uns von all dem eigentlich heute noch. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, ist, dass das hier das Format ist, wo ich jeden einzelnen Kommentar lese und sogar in den Kommentaren mit euch interagiere, ja? Deswegen schreibt unbedingt eure Meinung zu allem rein. Und wenn ihr nicht wollt, dass das hier die letzte Folge ist, dann lasst unbedingt ein Like da. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, bleibt aktiv, passt auf euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, starkes Video auf jeden Fall. Wünsche mir mehr von. Sind wir gespannt, was uns da noch so alles erwarten wird, ne?